Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Bundesliga-Vlog. Diesmal der Nachbericht zum... Ach, ich kann mir den Namen sage ich schon. Den Tag aber nicht merken. Müssen wir jetzt mit 32. Spieltag. 32. Spieltag. Und zwar fangen wir an mit... Ich habe dieses Mal die Konferenz nicht live gesehen, aber so ein bisschen die Zusammenfassung dann der einzelnen Spiele im Nachhinein. Fangen wir an mit dem Freitagsspiel. Köln gegen Bremen. Das habe ich gesehen. Das war mega geil. Da habe ich mich echt gefreut, dass ich das live gesehen habe. Weil vor allem die erste Halbzeit war der Wahnsinn, aber auch die zweite Halbzeit war okay. Insgesamt mega geiles Spiel, eines der besten Freitagabendspiele, die ich seit langem gesehen habe. Köln gegen Bremen geht am Ende 4-3 aus, war aber wie gesagt, ja gut, das Ergebnis ist eigentlich auch spannend und es war auch spannend. Und zwar schießt in der 11., nee Quatsch, in der 13. Minute Anthony Modest das 1-0 für Köln. Dann kommt in der 28. Minute von Leonardo Bittencourt das 2-0. Dann dachte man schon, oh, es geht vielleicht nur in eine Richtung, aber dann hat Bremen einfach gesagt, komm, wir drehen durch. Schießt in der 34. Minute durch Finn Bartels den 1-2 Anschlusstreffer und dann direkt in der 40. Minute, also nur ein paar Minuten später, macht Theodor Gebrselassie den 2-2 Ausgleich. Dann kommt noch kurz vor der Halbzeit die Führung von Simon Zoller. Und da muss man ja fast schon sagen, leider, also Köln, Simon Zoller 3-2, und da muss man fast schon sagen, leider von Anthony Modest das 4-2 kurz nach der Halbzeit in der 47. Minute, was halt so ein klein wenig die Spannung wieder rausgenommen hat. Aber dann schießt in der 62. Minute Serge Gnabry das 3-4, sodass wir halt wieder ein relativ spannendes Spiel hatten mit 4-3 für Köln, nur ein Tor, Rückstand für Bremen. Bremen hatte auch weiterhin Chancen. Aber am Ende ist es dann halt dieses 4-3 geblieben. War wirklich, wie gesagt, ein mega krasses Spiel. Ich würde aber sagen, ich sag mal so, als dann Bremen 2-2 gespielt hat, haben die dann auch noch Chancen gehabt zum 3-2 auf jeden Fall. Also es hätte auch andersrum ausgehen können, aber im Großen und Ganzen hatte Köln schon leichte Vorteile im Spiel. Also ich würde sogar mich so weit rauslehnen und sagen, dieser knappe Sieg für Köln geht absolut in Ordnung. Und das Fazit von Bundesliga.de ist, was für ein sensationelles Spiel, das sich Köln und Bremen in den letzten 90 Minuten geliefert haben. Da war alles drin, Leidenschaft, Einsatz, Fußball, richtiges Können. Und Tore. Köln hat sich am Ende den Dreier erkämpft, auch weil es in beiden Halbzeiten von Beginn an hellwach war. Für den FC öffnet sich damit das Tor nach Europa ein Stückchen weiter. Bremen muss bei einem heftigen Schlussprogramm jetzt zittern. Bremen ist momentan auf dem 8. Platz mit 45 Punkten und Köln auf dem 7. Platz mit 45 Punkten. Bis zu Platz 5 trennen die aber nur 2 Punkte, da ist also noch alles mögliche drin. Zwischen Platz 5 47 Punkte und Platz 11 41 Punkte sind dann auch nur 6 Punkte Unterschied. Also da spielen noch einige um Europa mit, wobei ich denke, dass es auf jeden Fall Hertha BSC macht. Freiburg. Und dann entweder Köln oder Bremen, denke ich. Also das ist schon eher, also so ist auch die Platzierung gerade. Freiburg 5., Hertha BSC 6., Köln 7., Bremen 8. Ich glaube, die Mannschaften spielen am ehesten noch mit. Gladbach könnte noch reinrutschen, aber ich sehe eigentlich gerade vor allem Bremen eigentlich. Ich sehe eigentlich sogar momentan Bremen stärker als Köln, auf lange Sicht gesehen. Ich würde sogar sagen, Bremen überholt Köln noch. Und Platz 5, 6 und 7 wird von Freiburg, Hertha BSC und Bremen besetzt. Schauen wir mal. Ingolstadt gegen Leverkusen, da hatte ich ja getippt, dass es ein Sieg für Ingolstadt wird. Leverkusen hat wieder miserabel gespielt, es war wieder ein absolutes Trauerspiel, was ich da gesehen habe. Und Ingolstadt geht auch in der 73. Minute in Führung mit Sonny Kittel, allerdings kommt dann der Ausgleich und der Endstand durch Kai Havertz in der 78. Minute zum 1-1 für Leverkusen. Unentschieden, ich denke, damit kann Leverkusen ganz gut leben, schließlich geht es ja für die erstmal einfach nur noch um den Klassenerhalt, was lustige, ja, fast schon in Anführungsstrichen lustig ist für Leverkusen. Ingolstadt, die werden meiner Meinung nach direkt absteigen und es wird nur noch spannend bleiben, wer eben auf dem Relegationsplatz landet. Fazit, das war Abstiegskampf pur. Ein Punkt, der keinem Team so wirklich weiterhilft, das meiner Meinung nach nicht stimmt, weil Leverkusen kann, denke ich, mit dem Punkt ganz gut leben. Einfach aus dem Grund, weil Ingolstadt geht ja davon aus, sie steigen ab auf dem 17. Platz. Und dann kommt halt 16., 15., 14. und 13. Die sind alle noch unter Leverkusen. Das sind zwar nur drei Punkte, die trennen vom 16. bis zum 12., also von Hamburg bis zu Leverkusen. Aber man muss halt überlegen, Leverkusen dürfte jetzt keinen Punkt mehr holen. Und vier Mannschaften, die momentan unter denen stehen, müssten punkten. Damit Leverkusen auf dem Abstiegsplatz landet und dann halt auch, auf dem Relegationsplatz landet und dann auch stehen bleibt. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt gering,
weil es erstens sehr unwahrscheinlich ist, dass die 1, 2, 3, 4 Mannschaften in den restlichen zwei Spielen alle punkten und mehr Punkte als Leverkusen holen. Und dass Leverkusen eben gar nicht punktet. Weil sobald Leverkusen zum Beispiel ein Spiel gewinnt, werden ja die anderen Mannschaften schon zwei Spiele gewinnen müssen. Deswegen, ja, oder zumindest ein Spiel gewinnen und eins unentschieden, je nach Punkteverteilung halt. Und aus diesem Grunde ist dieser Punkt, den sie jetzt geholt haben, natürlich schon wichtig, weil dann haben sie auch einen Punkt mehr als Augsburg und Wolfsburg, die jeweils 36 Punkte haben. Ja, also nochmal, ein Punkt, der keinem Team so wirklich weiterhilft, das finde ich, ist halt nicht so. Beide Strecken waren eher zäh, beide Teams war die Verunsicherung anzumerken. Erst nach einer Stunde wurde das Niveau besser, beide Teams bleiben aber im Abstiegskampf. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, ja, bitte, bitte. Frankfurt gegen Wolfsburg, ach meine Herren, Wolfsburg gewinnt. Ich freue mich für Wolfsburg, dass die gewonnen haben und ich freue mich auch, dass Gomez wieder ein Tor geschossen hat, der dann doch diese Saison noch relativ viele Tore geschossen hat. Also dafür, dass er halt die ganze Zeit lang überhaupt gar nichts gezeigt hat unter den alten Trainer bei Wolfsburg, hat er noch ganz gut Tore geschafft. Ich weiß nicht genau wie viele, aber über 10, 15 oder so. Also waren deutlich mehr, als ich gedacht hätte. Und Frankfurt verliert. Ich hätte halt gedacht, dass die gewinnen, aber gut. Haben auch absolut recht verloren. Wolfsburg war die klar bessere Mannschaft. Schießen in der 48. mit Didavi das 1-0 und in der 63. mit Mario Gomez das 2-0. Der VfL bleibt ein Angstgegner der Eintracht. Die Wölfe feiern einen wichtigen und auch verdienten Erfolg in Hessen. Die Niedersachsen können auf Platz 14 jetzt etwas durchatmen, auch wenn der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur 3 Punkte beträgt. Morgen treffen dann der HSV und bla 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 bla. Ja, also wie man sieht, der eine Punkt von Leverkusen, die zwei Plätze über Wolfsburg sind, der hilft denen angeblich nicht weiter, aber die drei Punkte von Wolfsburg, obwohl die jetzt trotzdem noch nur 14er sind, das ist dann anscheinend schon das Aufatmen. Merkwürdige Begründung. Ich meine, natürlich ist es gut, drei Punkte zu holen, aber... Und ohne den drei Punkten fällt mir gerade auf, wären sie ja sogar auf dem Relegationsplatz, da hätten sie nur 33 Punkte. Krass. Ja, das waren wirklich extrem wichtige Punkte. Also, ich hoffe... Und denke, dass Mainz den Relegationsplatz am Ende hat und Relegation spielen wird. Und ich glaube, dass Mainz die Relegation gewinnt und in der Liga bleibt. Wenn Hamburg natürlich Relegation spielt, dann gewinnen die auf jeden Fall. Das ist ja keine Ahnung, wissen wir ja, dass einfach Hamburg ein sehr guter Relegationsplatzmannschaft ist oder wie auch immer. Die haben einfach das nötige Glück. So, Gladbach gegen Augsburg, da ging es 1-1 auch. Auch damit habe ich nicht gerechnet. Es war auch ein sehr, sehr später Ausgleich von Gladbach. In der 57. kommt von Alfred Finn Burgason das 1-0 für Augsburg, habe ich schon gesagt. Dann in der 94. Minute, also vierte Minute Nachspielzeit, kommt erst das Tor für Gladbach von André Hahn. Also extrem spät. Und eine Minute später war dann auch Schluss. Fazit, die Borussia und der FCA trennen sich in einer sehr umkämpften Partie. Remis, Finn Burgason bringt die Fokusstelle in Führung und lange sieht es nach einem nicht unverdienten Augsburger Sieg aus. Dann aber trifft André Hahn in der vierten Minute Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich. Bremen sage ich schon wieder, Bayern gegen Darmstadt, eieiei, 1-0 nur. Ja, was soll ich dazu sagen, also es ist schon eher, ne, ja. Also Darmstadt hatte natürlich Chancen, auch den Ausgleich zu schießen und hier gegen Bayern nicht zu verlieren. Bayern hat man gemerkt, die haben natürlich rotiert, aber man hat auch so gemerkt, dass Bayern einfach wieder mal, es ist halt eigentlich auch normal, die Anspannung fällt ab, man hat den Meistertitel, es geht quasi um nichts mehr, man ist aus dem Pokal raus, man ist aus der Champions League raus, jetzt heißt eigentlich für den Rest der Saison nur noch auslaufen, die Kräfte spielen lassen, die halt die Saison über nicht gespielt haben. Die anderen fangen schon an zu regenerieren, denke ich mal, und machen sich schon Gedanken darüber, wie es in der nächsten Saison weitergeht. Ist absolut normal und jeder, der da von Wettbewerbsverzerrung redet, der hat einfach keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Also du kannst einfach nicht deinem Unterbewusstsein befehlen, jetzt genauso angespannt zu sein wie am Anfang der Saison oder in der Endphase, wenn es eben noch darum geht, den Titel zu sichern. Da fällt einfach die komplette Anspannung ab. Das ist einfach normal. Wenn es um nichts mehr geht, jeder, der schon mal in so einer Situation gewesen ist, der weiß das einfach. Und deswegen, ich sehe da auch keine Wettbewerbsverzerrung. Und zwar schießt das einzige Tor in dem Spiel in der 18. Minute Juan Bernard als Verteidiger. Am Ende ist der Sieg für die Bayern fast schon etwas glücklich. Die Darmstädter zeigten hier eine couragierte Leistung und hatten spätestens mit dem Elfmeter die große Chance zum Ausgleich. Oh, an den Elfmeter kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber stimmt, den hat dann der dritte Torhüter Tom Starke gehalten, fällt mir gerade ein. Schlussendlich hat sich die große Qualität der Bayern durchgesetzt. Die Lilien müssen den bitteren Gang in die zweite Liga antreten. Ja. BVB gegen Hoffenheim. Da habe ich, glaube ich, auch 2-1 getippt. Also ich habe auf jeden... Habe ich auf Dortmund getippt? Ich bin gerade unsicher. Doch, oder? Ich habe schon auf den BVB getippt.
Habe ich auf den BVB getippt? Ich guck mal nach. Und zwar habe ich getippt, ja, gut, 2-1 für den BVB und dementsprechend auch meine 4 Punkte wohlverdient abgeholt. Sehr schön. Das erste Tor kommt auch relativ schnell in der 4. Minute durch Marco Reus. Dann gab es noch ein paar gelbe Karten. Dann erst super spät das 2-0 von Aubameyang in der 82. Minute und dann 86. Minute von Kramaric der Anschlusstreffer. Aber es ist dann einfach so geblieben. Ich sag mal, vom 1-0 zum 2-0 hätte auch Hoffenheim hier den Ausgleich schießen können, was sie halt nicht gemacht haben. Aber dann am Ende war es schon ein verdienter, knapper Sieg, würde ich sagen. Aber es hätte auch ein bisschen anders ausgehen können, wenn Hoffenheim, wie gesagt, den Ausgleich macht. In einer intensiven Partie setzt sich der BVB am Ende dank ihrer Effizienz verdient durch. Ein frühes Tor von Marco Reus und ein später Treffer von Aubameyang reichen dem BVB im Duell mit Hoffenheim. Durch den 2-1 Heimerfolg ziehen die Dortmunder an 1899 vorbei und sind nun endgültig auf Kurs direkt in Champions League Teilnehmer. Ja, aber logischerweise ist das Ding noch nicht durch. Wenn sie das nächste Spiel verlieren und Hoffenheim gewinnt, dann sind sie wieder auf Platz 4. Naja, was soll's. Hertha BSC gegen Leipzig. Eieiei, Hertha BSC lässt sich fast schon abschlachten zu Hause. 1-4 verloren gegen Leipzig. Leipzig ist damit jetzt ganz sicher qualifiziert für die Champions League spielen nächste Saison Champions League. Wer hätte das gedacht? Also nicht mal ich hätte damit gerechnet. Ich war mir am Anfang der Saison überhaupt nicht sicher, ob die überhaupt eine großartige geile Saison spielen. Ich wäre eigentlich schon mit Mittelfeld zufrieden gewesen und nächste Saison dann Europa League. Und selbst als sie so grandios in der Hinrunde waren, habe ich gedacht, okay, sie werden wohl dann in der Rückrunde wie die meisten solcher Mannschaften abbauen und hoffentlich wenigstens noch Europa League schaffen und Europa League Platz sichern. Dass sie halt wirklich als Zweiter durch, wahrscheinlich als Zweiter, nee, Moment mal, sie gehen als Zweiter durchs Ziel, Tordifferenz. Wobei, nee, die Tordifferenz von dem BVB ist besser, aber sie gehen höchstwahrscheinlich als Zweiter durchs Ziel und das ist natürlich schon krass, also. Als direkter Aufsteiger haben sie auch ein paar Rekorde aufgestellt, zum Beispiel die meisten Spiele in Folge ungeschlagen und es könnte sogar sein, die meisten Spiele in Folge gewonnen als Aufsteiger, da bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall haben sie auch den ewigen Bayern-Rekord geschlagen, dass sie als Aufsteiger die meisten Spiele gewonnen haben. Das heißt, früher hätte das wahrscheinlich locker gereicht, um Meister zu werden, die Leistung, wie sie abgerufen haben, aber da halt Bayern München einfach so... Ja, so krass spielt die letzten Saisons, die letzten Jahre ist es halt leider nicht mehr so. Und Bayern München hatte, glaube ich, irgendwann in den 60er Jahren den Rekord aufgestellt mit den meisten gewonnenen Spielen als Aufsteiger in der Saison, 19 Spiele oder so. Und Leipzig hat jetzt das 20. Spiel, glaube ich, gewonnen. 1-4, Leipzig gewinnt, ziemlich geil. Timo Werner in der 11. Minute mit einem Kopfball zum 1-0. Timo Werner in der 54. Minute zum 2-0. Dann kommt leider ein Eigentor von Khedira, der ganz unglücklich angeschossen wird und dann den Kopfball ins eigene Tor macht. Dann kommt die Stunde des Davy Selke. 89. Minute 3-1 Davy Selke und in der 92. Minute 2-0 Davy Selke. Ich bin gespannt, ob er wieder zurück nach Bremen geht. Ich denke, wenn Bremen Europa League spielt, dann wird er auf jeden Fall zurück nach Bremen gehen. Und es wäre, glaube ich, auch gut für ihn, weil er einfach in Leipzig keine große Zukunft haben wird. Werner wird weiterhin die Nummer 1 bleiben im Sturm und dann haben sie auch noch einen Pulsen für die Offensive. Forsberg ist offensiv, also Sabitzer ist offensiv. Wir haben, denke ich, genug andere, die ihre Leistung abgerufen haben diese Saison und da müsste schon viel passieren. Da müsste er schon ziemlich durchdrehen, der Selke, damit er dann in der nächsten Saison plötzlich sich irgendwie in die Stammmannschaft spielt. Das glaube ich nicht. Deswegen denke ich, er wird zurück zu Bremen gehen, wenn die Europa League spielen. Warum auch nicht? Ja, da denke ich, wird eine gute Rolle spielen. Fazit, Wahnsinn. Der Aufsteiger hat es bereits 2 Spieltage vor Schluss geschafft, sich direkt für die Champions League zu qualifizieren. Die Leipziger traten bei den heimsteigenden Berlinern wie ein echtes Spitzenteam auf und beeindruckten durch ihr frühes Pressing. Stark auch wieder die Kaltschnäuzigkeiten der Offensive. Die Berliner stehen nach der 3. Heimniederlage zwar weiterhin auf Rang 5, könnten aber am Sonntag noch vom SC Freiburg überholt werden, was auch der Fall ist, die sind dann auf Rang 6. Hamburg gegen Mainz 0-0, an das Spiel kann ich mich überhaupt nicht erinnern, obwohl ich auch eine Zusammenfassung gesehen habe, aber da... Ach nee, Quatsch, Moment mal. Das Spiel habe ich gar nicht gesehen, deswegen kann ich mich auch nicht daran erinnern, weil es ist ja schon Sonntag, da habe ich keine Zusammenfassung mehr gesehen und ich habe das Spiel auch nicht angeguckt. Ja. Fazit, das 0-0 bringt eigentlich keine der beiden Clubs nach vorn. Hamburg verweilt auf dem Relegationsplatz, Mainz einen Rang davor. Beide haben jetzt 34 Punkte. Es war ein Spiel, wie man es erwarten konnte. Keiner wollte zu viel Risiko gehen, dadurch stand einfach zu viel auf dem Spiel.
Es gab zwar immer mal wieder ein paar gefährlichere Torraumszenen, aber am Ende standen auch die beiden Torhüter auf ihren Posten. Bei beiden kommt es jetzt auf die letzten beiden Spieltage an. Und als letztes Freiburg gegen Schalke, und ich habe auf Freiburg getippt. Habe ich, ja genau, habe auf Freiburg getippt. Und jetzt hat auch Freiburg gewonnen. Sehr, sehr souverän, muss ich sagen. 2-0. Das erste Tor kam in der 22. Minute durch Florian Niederlechner, dann in der 31. durch Florian Niederlechner das 2-0 und dann ist erstmal weiter nichts passiert. Es gab auch wieder mal hier kein Fazit in dem Spiel bei Bundesliga.de, da steht einfach nur da, Ende zweite Hälfte und Spielende SC Freiburg gewinnt 2-0. Wir gucken uns dafür mal die Halbzeit, das Halbzeitfazit an, und zwar: Nach zerfahrenem Beginn übernahm Freiburg langsam das Ruder und ging somit auch verdient in Führung. Mit 0-2 wird es für die Knappen, die nach vorn deutlich mehr zeigen müssen, jetzt schon eine schwere Aufgabe, und die haben es auch nicht geschafft. Und da wollte ich doch direkt mal so ganz kurz ein Thema ansprechen. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass diese Saison so eine kleine Wachablösung stattfindet. Also ich gucke jetzt nicht schon seit 10 oder 20 Jahren Bundesliga an, sondern erst seit relativ kurzer Zeit. Was eher ungewöhnlich ist, weil die meisten Fußballfans, die wachsen halt normalerweise damit auf, oder es entwickelt sich dann relativ schnell, so zwischen dem 10. und 16. Lebensjahr, weil sie vielleicht selber ins Fußball gehen, so eine Liebe für den Sport. Aber bei mir ist ja wirklich erst sehr, sehr spät gekommen. Also das erste Mal wirklich für Fußball etwas mehr interessiert habe ich mich 2010 zur Weltmeisterschaft. Und ich glaube, dieses intensivere Verfolgen des Fußballgeschehens kam dann über die Europa League und Champions League im Free TV, vor allem damals, als noch zwei Europa League Spiele übertragen wurden auf Kabel 1, einmal das 19 Uhr Spiel, einmal das 21 Uhr Spiel. Damals noch so Hannover und Schalke meistens dabei. Da ging eigentlich so meine Liebe dafür los. Dann habe ich angefangen, mit Freunden immer Samstag die Sportschau anzuschauen, und so hat sich das dann quasi entwickelt und intensiviert. Und jetzt, ja, gucke ich halt, wenn es geht, die Sachen live an. Okay, aber was ich eigentlich sagen wollte, dadurch, dass ich noch nicht so lange Fan bin, habe ich natürlich diese Wachablösungen noch nie so richtig mitbekommen. Also die einzige Wachablösung, die ich mitbekommen habe, ist halt, denke ich, so Hannover 96, würde ich sagen. Die waren als Europa League ein paar Jahre in Folge, ein paar Saisons in Folge, und dann sind sie abgestiegen. Das war so eine Wachablösung, die ich mitbekommen habe. Und aber ansonsten gab es ja immer, dass mal Mannschaften, die eine ganze Zeit lang sehr stark waren, wie vielleicht mal in Gladbach, wie vielleicht mal in Köln oder so, dass die dann wieder schlechter geworden sind, dass die dann unten rumgegurkt sind. Bremen war mal weit oben, Stuttgart war mal weit oben, Hamburg war mal weit oben, und dass die dann aber halt plötzlich zu den Mannschaften gehört haben, die im unteren Mittelfeld gespielt haben oder vielleicht sogar gegen den Abstieg gespielt haben. So, das habe ich halt meistens, oder wie gesagt, außer bei Hannover 96 und vielleicht so ein bisschen bei Stuttgart, aber 2009 habe ich ja, wie gesagt, als die Meister wurden, das noch nicht angeguckt, die Bundesliga oder verfolgt. Und als ich angefangen habe, da war Stuttgart halt schon eher so schlechtes Mittelfeld oder sogar Abstieg gefährdet. Deswegen war das dann für mich nichts Besonderes, dass sie abgestiegen sind. Und jetzt habe ich ja halt das Gefühl, dass das jetzt so das erste Mal so richtig krass bei mehreren Mannschaften passiert oder passieren könnte, die ganze Zeit gut waren und jetzt aber halt eher in die schlechteren Regionen abrutschen der ersten Liga. Also das sehe ich halt jetzt zum Beispiel eventuell bei Schalke kommen, eventuell wieder bei Gladbach, wobei bei Gladbach finde ich noch nicht ganz so krass wie bei Schalke, dann halt Leverkusen, dann halt Wolfsburg, die mit De Bruyne etc. extrem gut waren. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn nächstes Jahr in Wolfsburg, in Leverkusen und in Schalke dann auch nicht direkt wieder durchdrehen. Vielleicht kommt dann zum Beispiel Bremen wieder hoch, vielleicht haben die wieder Bock, da was zu machen. Vielleicht bleibt Freiburg weiter oben, vielleicht bleibt Hertha BSC oben. Also es könnte ja gut sein, dass jetzt zu den Mannschaften, die unter den ersten 10 landen, also ich nehme jetzt mal Bayern weg und den BVB, wobei den können wir jetzt einfach... Die zählen wir mal mit auf. Also zum Beispiel könnt ihr mir vorstellen, dass die nächsten 10 quasi, die nächsten Top 10 in der Liga, Bayern, Leipzig, BVB, Hoffenheim, Freiburg, Hertha BSC, Köln, Bremen, und welche nehmen wir noch? Köln, Bremen, Gladbach und Frankfurt, dass das die neuen 10 werden könnten nächste Saison. So, und dass dann logischerweise die restlichen guten Mannschaften, Schalke, Leverkusen, Wolfsburg, dass die dann quasi wieder nach unten rutschen in die andere Tabelle, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Es wird sehr interessant, aber ich kann es nicht vorhersehen. Aber wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass das passieren könnte, dass es so eine Wachablösung gibt und dass es halt sich die
die Stärken der Mannschaften verteilen. Man darf halt nicht vergessen, ein Schalke, ein Leverkusen, ein Wolfsburg, die haben halt ein bisschen mehr Kohle als zum Beispiel ein Freiburg, wahrscheinlich auch ein Köln, ein Hertha BSC, ein Frankfurt. Deswegen, man denkt halt immer, okay, die regeln das über das Geld, die kaufen sich schon irgendwie wieder nach oben. Aber Hamburg hat auch so viel Kohle investiert, also wahrscheinlich von diesen abstiegsgefährdeten Kandidaten und Mannschaften, die kurz davor sind, hat wahrscheinlich Hamburg die meiste Kohle mit in die Hand genommen. Nehmen wir die jetzige Saison vielleicht weg, aber die letzte Saison, die haben ja so oft gegen den Abstieg gespielt, zum Relegationsplatz geworden und die haben so viel Kohle teilweise ausgegeben und es hat nichts gebracht, aber das Konzept auch scheiße war, von daher nachzuvollziehen. Aber das zeigt halt, Geld alleine reicht halt nicht aus und deswegen, klar, Wolfsburg, Leverkusen, Schalke, die haben halt schon mehr Kohle als vielleicht die anderen, aber das heißt nicht automatisch, dass sie dann auch wirklich es schaffen, wieder nach oben zu kommen. Ich bin sehr gespannt, ich bin extrem gespannt auf die nächste Saison, aber ich glaube, das sage ich einfach vor jeder Saison. Ich sage bei der nächsten Saison dann auch wieder, ich bin extrem gespannt auf die nächste Saison. Schauen wir mal, das soll es gewesen sein. Liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben. Praxis. Tschüss.